Warte. Nachdem die Ölplattform vor der Küste des US-Bundesstaates Louisiana nach einer Explosion untergegangen war, strömen seitdem täglich mehrere hunderttausend Tonnen Öl aus. Ein Tauchroboter sollte zwei Lecks abdichten, scheiterte allerdings. Bekannt wurde jetzt durch die US-Küstenwache auch, dass fünfmal mehr Öl ausströmt, als zunächst vermutet wurde. Am Freitagabend Ortszeit wird in Shanghai die Weltausstellung 2010 eröffnet. Auch einige Tage vor dem großen Ereignis hüteten die chinesischen Veranstalter immer noch zahlreiche Geheimnisse. Die Expo 2010 steht unter dem Motto Better City, Better Life. Die Chinesen erwarten zwischen dem 1. Mai und Ende Oktober bis zu 70 Millionen Besucher. Luxemburg ist auch als Land vertreten und vergoldet seinen Auftritt mit der Gelle Fra. Zur Eröffnung werden zahlreiche Persönlichkeiten auch aus dem Großherzogtum in Shanghai anwesend sein, zum Beispiel Wirtschaftsminister Junot Criquet. Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal konnte im ersten Quartal dieses Jahres nicht so stark zulegen, wie von Experten erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei im Vergleich zwar zum schwachen Vorjahresquartal um 114% auf 1,9 Milliarden Dollar, rund 1,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Experten hatten allerdings mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Der Umsatz stagnierte auf dem Vorquartalsniveau von 18,6 Milliarden Dollar, stieg aber gegenüber dem Vorjahr um rund 20%.